Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 8. August 2021. Ihr Lieben, um die Spaltungen auf eurem Planeten wirklich zu heilen, müsst ihr auch die Spaltungen in euch selbst heilen. Deshalb ermutigen wir euch so oft, euch selbst zu lieben und anzunehmen, alle ungeheilten Aspekte eures Selbst wieder in der Sicherheit des Ganzen willkommen zu heißen, euren Weg zu innerem Frieden durch die göttliche Kombination Hingabe, Glaube, Fluss, Vertrauen zu finden und euch in euer wahres Wesen zu begeben. Die Energien, die ihr innehabt, verankern und unterstützen die Veränderungen, die ihr auf dem Planeten sehen wollt. Damit soll kein unangemessener Druck auf euch ausgeübt werden, sondern soll euch vielmehr die Tatsache bewusst machen, dass euer Wachstum euer Einsatz und Dienst ist. Jede neue Entdeckung, jeder Aha-Moment, jede Erlösung und Befreiung erzeugt eine Welle im Universum und unterstützt auch euren eigenen Verkörperungsprozess. Jeder Schritt, den ihr auf eurer Heilungsreise macht, ermöglicht euch, ausgeglichener zu bleiben, neue Ansätze auszuprobieren, mehr Weisheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere zu haben und durch euer Beispiel zu zeigen, was möglich ist, und treibt die große Veränderung weiter voran, an der ihr teilnehmt. Ganz gleich, wie klein der Schritt auch gewesen sein mag, er birgt immer noch die Energie der Ausdehnung, des Wachstums und der ermächtigten Veränderung, die sowohl euch als auch das Ganze unterstützt. Noch einmal sagen wir, dass alles im Inneren beginnt. Anstatt euch selbst ständig zu beschimpfen und zu schelten, warum euch selbst nicht mit der Liebe und Freundlichkeit zuwenden, die es allen Wesen ermöglicht, zu gedeihen? Warum nicht eure wahre göttliche Natur umarmen, anstatt euch mit Problemsuche und Problemlösung zu beschäftigen? Warum nicht der Hingabe und dem Fluss eine Chance geben, anstatt euch selbst bis ins Detail zu verwalten? Und warum nicht darauf vertrauen, dass alles, was eure Aufmerksamkeit braucht, in euer Bewusstsein kommen wird? Ihr könnt euch schlicht nicht ins Einheitsbewusstsein begeben und gleichzeitig Trennung praktizieren. Selbstliebe, Selbstehrung, Selbstmitgefühl und Selbstakzeptanz sind es, die eure inneren Trennungen heilen werden, was die Grundlage dafür schaffen wird, dass auch die äußeren Trennungen, die auf eurem Planeten so verbreitet sind, wunderbar geheilt werden können. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, und ich hatte heute eine tiefere Erkenntnis. Das mag euch jetzt vielleicht ein bisschen lahm vorkommen, aber ich fand es sehr stark. Und zwar hatte ich heute etwas gelesen bei einem Telegram-Kanal. Ich lese mal ganz kurz quer vor. Also es geht um Saul Alinsky, der angeblich im Prinzip die Blaupause zu dem Theater, das wir heute erleben, geschrieben hat. Und er hat gesagt, man kann das, was passiert, nur verhindern, indem man protestiert. Ja? Und genau das macht Frankreich nun fast täglich, nicht nur zu besonderen Daten. Die Menschen gehen einfach los und zeigen, dass sie das nicht wollen. Das kommt einem jetzt super vor. Aber da passieren ja ein paar Dinge. Also erstens mal, natürlich ist es längst nicht jeder Franzose, der da loslatscht. Und ja, was will man denn erreichen mit den Protesten? Dass die Entwicklung stagniert? Dass so, das habt ihr jetzt mit uns gemacht und weiter dürft ihr nicht gehen? Was passiert dann? Alle arrangieren sich damit. Wollen wir das? Wollen wir wirklich, also wir wollen ja einerseits nicht mal mehr zurückkommen, wie es mal war. Also in die angebliche Freiheit, die wir mal hatten. Weil wir Erwachten wissen, dass das keine Freiheit war. Das wussten nur die anderen nicht. Ja? Und was passiert gerade? Deren Freiheitsrechte werden auch stark eingeschränkt. Und sie werden drangsaliert. Ja? Obwohl es ganz andere Informationen gibt und ganz anderes Wissen eigentlich schon unterwegs ist. Aber darauf kann ich jetzt natürlich auf YouTube jetzt hier nicht eingehen. Aber der Protest
führt auch dazu, erstens mal, dass sie euch komisch finden. Ne? Also da wollen sie nicht stehen auf der Seite. Ich glaube auch tatsächlich, dass noch nie eine einzige Rede, ja, wo wir sagen niemals nie, dazu geführt hat, also auf so Protestkundgebungen, dass einer gesagt hat, der keine Ahnung hatte oder bisher dem Narrativ geglaubt hat, gesagt hat, ah, das ist einleuchtend, jetzt habt ihr mich. Na, im Gegenteil, ihr schafft eine 3D-Ebene in der Argumentation und das verhärtet eben die Meinung der anderen. Ja. Also, die Proteste können allerhöchstens eine Entwicklung verlangsamen oder sie meinetwegen auch mal zum Stoppen bringen. Aber dann haben wir den Ist-Zustand und der hat scheinbar nicht ausgereicht, für viele Nicht-Erwachte zu erwachen. Was brauchen wir also? Wir brauchen schlimmere Verhältnisse. Es ist so schlimm, es ist. Ja. Es muss noch viel deutlicher werden. Also eigentlich sollte man aufhören zu protestieren und die machen lassen, bis jeder Depp, und zwar daheim, nicht auf der Straße, weil er euch sieht oder hört, sondern es selbst kapiert. Und es gibt ganz viele Triggerpunkte, wo es jeder selbst versteht. Viele haben es ja verstanden, als es an ihren eigenen Geldbeutel ging. Also Ladenbesitzer, Selbstständige, die haben verstanden, dass das irgendwie nicht so cool ist, was da draußen gerade passiert. Aber das reicht nicht. Das muss fast jeder verstehen. Fast jeden muss das betreffen. Ja, und deswegen lasst die machen. Lasst die einfach ihren verrückten Irrsinn machen. Kommentiert es gerne, beobachtet es natürlich und arrangiert euch natürlich damit. Wir rechnen eh mit mehr Chaos und schlechteren, schlimmeren Verhältnissen. Das ist aber völlig in Ordnung. Wir müssen halt nur gucken, dass wir da gut durchkommen. Also, was das dann auch immer genau bedeutet. Ja, ihr könnt Selbstversorger werden, ihr könnt euch ja zum Beispiel Sammelbestellungen machen und dann holen Menschen bei euch das ab, die vielleicht nicht bestellen können. Ich habe zum Beispiel Amazon Fresh hier. Das kann man aber bloß innerhalb von München machen. Also, weil ich eben noch so am Rand von München wohne, gehöre ich noch zu deren Liefergebiet. Da kann ich mir alles bestellen, was ich im Supermarkt auch kaufen kann. Also muss ich gar nicht mehr in den Supermarkt, wenn es ist. Ne? Und wenn jemand weiter weg ist, dann kann ich für den mitbestellen und dann holt er sein Zeug hier bei mir ab. Muss der nicht in den Supermarkt laufen. Ne? Also mal gucken, ob dann Amazon Fresh überlastet ist. Aber ich glaube grundsätzlich, also ganz viele Sachen kann man auch bei Amazon kaufen oder bei anderen Bestellservicen. Ich will jetzt ja gar keine Werbung machen, aber es gibt schon Möglichkeiten, wie man eine Zeit überbrücken kann, wo man nicht direkt mehr im Supermarkt einkaufen kann. Ja, und klar möchte ich natürlich für Amazon überhaupt keine Werbung machen, aber ja, das ist halt quasi meine Möglichkeit, wo ich eigentlich kaum den Unterschied mehr merke. Ja, die kommen halt zu mir, das muss ich nicht mal mehr aus dem Haus. Ja, und warum habe ich das jetzt gerade bei diesem Text angefügt, ja, oder damit gestartet? Weil, lest ihr hier irgendwo, ja, bei irgendeinem spirituellen Text, der euch in letzter Zeit erreicht hat, liest ihr da irgendwo, dass es jetzt wichtig ist, auf die Straße zu gehen und zu protestieren? Nee, werdet ihr nicht finden. Warum? Weil es für Spaltung sorgt. Es ist einfach die andere Seite der Medaille. Dann werden Bilder produziert, wo Polizisten Protestler drangsalieren und umgekehrt ja auch. Also gerade in Frankreich gibt es da Bilder, da werden Polizisten gejagt. Ganz schreckliche Bilder, will man nicht haben, hüben wie drüben nicht. Da werden die Menschen, die das anschauen, je nachdem auf welcher Seite sie stehen, einfach nur sauer. Ja? Und die Bilder werden natürlich missbraucht, um schön Werbung gegen die Protestbewegung zu machen. Und normale Menschen werden dadurch davor gewarnt, auf keinen Fall auf dieser Seite stehen zu wollen. Ja, und was ist die wirkliche Lösung? Ich zitiere, deshalb ermutigen wir euch so oft, euch selbst zu lieben und anzunehmen, alle ungeheilten Aspekte eures Selbst wieder in der Sicherheit des Ganzen willkommen zu heißen, euren Weg zu innerem Frieden durch die göttliche Kombination Hingabe, Glaube, Fluss, Vertrauen zu finden und euch in euer wahres Wesen zu begeben. Ja, hört es sich nach einem Menschen an, der dann rausgeht und protestiert? Eher nicht, oder? Die Energien, die ihr innehabt, verankern und unterstützen die Veränderungen, die ihr auf dem Planeten sehen wollt. Versteht ihr? Wenn ihr im inneren Frieden seid und euer Ding durchzieht, dann verankert ihr die Energien, die in Wirklichkeit für die Veränderung auf unserem Planeten zuständig sind. Dann geht's noch weiter. Jeder Schritt, den ihr auf eurer Heilungsreise macht, ermöglicht euch, ausgeglichener zu bleiben, neue Ansätze auszuprobieren, mehr Weisheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis für andere zu haben und durch euer Beispiel zu zeigen, was möglich ist und treibt die große Veränderung, an der ihr teilnehmt, weiter voran. Und ganz gleich, wie klein der Schritt auch gewesen sein mag, er birgt
immer noch die Energie der Ausdehnung, des Wachstums und der ermächtigten Veränderung, die sowohl euch als auch das Ganze unterstützt. Versteht ihr? Das ist der Trick. Wie gesagt, manifestiert euch ein glückliches Leben und es wird für alle Menschen ein glückliches Leben auf dem Planeten wahrscheinlicher. Ja? Und wenn wir das als erwachtes Kollektiv gemeinsam wirklich durchziehen, dann kippt's sofort. Ja? Das tun wir aber nicht. Wir kümmern uns immer noch um äußere Szenarien. Also wir tun schon, aber halt nicht genug von uns. Und viele mit einem riesigen Potenzial, ja, sind eben noch in der Wut und ja, denken, sie müssten sich noch jeden Tag tonnenweise informieren über das, was gerade passiert und sind im Detail total wissbegierig, aber merken gar nicht, wie ihnen das Energie zieht und sie von ihrem Leben, von ihrem Wachstum ablenkt. Ja, vielleicht wissen auch viele gar nichts über Spiritualität, das vermute ich auch. Also viele sind wirklich in diesem politischen Kaninchenloch noch unterwegs und da wird es sowieso keine Lösung geben. Auf der Ebene können wir keine Lösungen finden und auf der Ebene wird ja protestiert. Es wird ja gegen Politik protestiert und zum Teil sogar nur gegen bestimmte politische Entscheidungen. Also viel mehr kann man sich gar nicht im Detail verlieren und das große Ganze aus den Augen verlieren. Ein ganz entscheidender Punkt bei dem Text ist auch, dass unser Wachstum unser Einsatz und unser Dienst ist. Das ist das, was wir machen. Unser persönliches spirituelles Wachstum, weil anders kann man nicht wachsen. Es geht nicht. Ja, ihr könnt nicht noch mehr 3D wachsen. Klar, rein theoretisch könnt ihr lernen. Ja? Also lernen im Sinne von irgendwas studieren, ja, irgendeinen Abschluss machen. Aber das wird nicht für eine Bewusstseinserweiterung sorgen bei euch. Im Gegenteil, das wird wahrscheinlich mehr verwirren insgesamt. Ja? Und ihr werdet dann Spezialist in irgendeiner 3D-Nische werden. Ja, und der Arcturianische Rat hat es heute auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Da viele von euch jetzt viel mehr Zeit in euren Häusern verbringen und ihr dazu neigt, eure Geräte einzuschalten, um zu sehen, was vor sich geht, seid ihr viel leichter zu beeinflussen, an eine Realität oder eine zukünftige Realität zu glauben. Und das nützt euch jetzt, wo sich die Manifestationszeiten beschleunigen, wirklich nichts. Denn das meiste, und jetzt kommt's, was über eure Zukunft geschrieben wird, ist nicht positiv. Ja, das kennen wir, oder? Die Menschen sehen Zeitlinien, die mit Untergang und Düsternis gefüllt sind. Oder sie erfinden einfach Dinge, weil sie wichtig sein wollen. Das habe ich auch so das Gefühl, ja. Unfassbar. Bin ich auch schon drauf reingefallen. Also ich habe nichts verbreitet, weil ich wichtig sein wollte, sondern ich habe an einem Tag so viele Warnungen bei einem bestimmten Thema bekommen, dass ich einen Text veröffentlicht habe. Allerdings auch mit der Warnung vor dem Text davor, ja, weil ich mir echt nicht sicher war. Das war aber das einzige Mal, dass ich so einen Quatsch gemacht habe. Ja, und wahrscheinlich ist euch jetzt ein Detail aufgefallen. Also ich nehme mal an, dass ihr es schon gehört habt, aber möchte ich trotzdem nochmal drauf eingehen. Die Löwenportal-Energien sorgen auch für eine Veränderung der Manifestationsgeschwindigkeit. Und das ist sehr gut, weil man viel schneller merkt, dass etwas funktioniert oder eben nicht. Ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr hättet ein Experiment am Start, wo nur alle 10 Jahre ein Ergebnis produziert wird. Ihr würdet Generationen brauchen, um darüber etwas herauszufinden. Und wir haben in Zeiten gelebt, also in Inkarnationszyklen gelebt, da war es sogar über Inkarnationen hinweg erstes Feedback. Und das ist natürlich total bescheuert. Das ist, ja, aber das war natürlich absichtlich, um diese Leben leben zu können, ohne gleich zu erwachen, sondern wir wollten Erfahrungen machen, ohne etwas zu checken und zu kapieren. Das war nicht gedacht, dass wir hierher kommen, erste Inkarnation, nach 3 Minuten, oh, ich habe kapiert, wie der Hase hier läuft. So war es nicht gedacht, sondern wir wollten auch wirklich zum Teil, das kann man sich kaum vorstellen, wenn wir ja froh sind, dass wir es jetzt hinter uns haben, aber wir wollten diese wirklich schrecklichen, düsteren Erfahrungen in der Dichte machen. Ja, ja, und jetzt wurde mir gerade so eine Sportanalogie geschenkt. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt ganz lange trainiert und dann kommt das wichtigste Spiel eures Lebens. Sagen wir mal, es ist ein Fußballspiel. Und ihr spielt gegen einen wirklich sehr guten Gegner. Aber ihr haltet euch gut, ja. Und dann wollt ihr, und das ist jetzt an diejenigen gerichtet, die wollen, dass die Außerirdischen herkommen, den Schalter umlegen, dann wollt ihr auf einmal, dass
ein Spieler ins Spiel kommt, der gar nicht euer Spieler ist, sondern der einfach 10-mal schneller laufen kann als alle anderen Menschen auf dem Spielfeld, der 100-mal fester schießen kann, der von der Torlinie eures Tors in den rechten Winkel des gegnerischen Tores den Ball ballern kann. Würde euch das Spaß machen? Wäre das ein Sieg, den ihr feiern würdet? Ja, kurzfristig schon, ihr habt gewonnen, super. Aber ihr wüsstet auch, ja, ich hatte damit nichts zu tun. Also das war nicht mein Sieg, das ist dessen Sieg. Ja? Und der freut sich auch nicht besonders, weil es ja total einfach war. Ja, das war easy. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist ja alles so schlimm hier, das geht nur darum, das zu beenden. Nein, wir sind hier freiwillig. Wir haben dieses Spiel absichtlich so weit gebracht und die Zustände, die wir hier hatten, haben ganz vielen Menschen diese unfassbar grenzwertigen Erfahrungen machen lassen. Das wäre ja sonst nicht gegangen, wenn wir hier von Anfang an nur Friede, Freude, Fülle, Freiheit gehabt hätten. Ja, dann ja, hätte niemand dunkle, düstere Erfahrungen machen können. Niemand hätte gelernt, Traumata aufzulösen, weil es ja gar keine Traumata gegeben hätte und so weiter. Das ist für uns jetzt schwer vorstellbar und viele hadern ja genau damit, ja, dass die sagen, nein, das ist so gemein und so unfair und so unmenschlich und so brutal und so niederträchtig, was jetzt alles geschieht. Das muss sofort beendet werden. Ja, aber das ist immer noch die Sicht der menschlichen Erfahrung. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass wir Quellenergiewesen sind. Das hat nichts mit der Tatsache zu tun, dass wir in Wirklichkeit unsterbliche, unendliche Wesen sind, die ja jederzeit, wenn sie aus dem Spiel genommen werden, ja, wie auch immer das geschieht, ja, wiedergeboren werden können. Also es gibt keinen Tod. Der Tod ist eine Illusion. Leiden ist auch eine Illusion, wobei sie sehr gut gemacht ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und ja, da vergeht mir auch das Lachen, aber es ist so. Ja, und nur wenn man das versteht, kann man verstehen, was wir hier gerade machen, worum es geht. Wir müssen in unsere hohe Schwingung kommen, beispielhaft für den Planeten. Wir müssen uns auf unsere Leben konzentrieren, auf unser spirituelles Wachstum, auf unsere Bewusstseinserweiterung und dadurch schenken wir es dem menschlichen Kollektiv. Und dann haben wir das Spiel gewonnen und können ganz anders feiern und haben eine riesengroße Erfahrung gemacht, wo wir wirklich jetzt auch als Gesamtwesen, als Wesen, das einen Überblick hat über diese vielen Inkarnationen, auch auf wahrscheinlich unendlich vielen Planeten, zurückblicken kann und sagen kann, ich damals auf der Erde, wow, das war schön. Das war irre, wie wir das hinbekommen haben. Und dann bist du so unendlich stolz auf dich. Du bist wie der Olympiasieger, der sein Leben lang trainiert hat und dann ja, brechen sämtliche Dämme, weil du es geschafft hast. Und wir wollen ja stolz auf andere Menschen sein und wir wollen auch stolz auf uns sein. Also ich bin so unendlich gerne stolz auf andere Menschen. Ich bin aber nicht stolz auf Lance Armstrong, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf den kann man nicht stolz sein, weil der einfach deutlicher, damals haben wahrscheinlich viele gecheatet, aber er hat deutlicher als alle anderen gecheatet. Ja? Ein mittelmäßiger Radfahrer, der auf einmal nach einer Krebserkrankung abgegangen ist wie Hutze. Da hatte übrigens mein Vater damals auch dann auf einmal keinen Bock mehr, sich die Tour de France anzuschauen. Da war es einfach so deutlich. Ja? Und das wollen wir nicht, das ist nichts wert. Ja? Fragt mal Lance Armstrong, ob ihm das was wert ist. Ja? Oder ob er da was bereut. Oder ob er da wirklich stolz sein kann auf das, was er gemacht hat. Ja, ja gut, vielleicht ist er stolz, weil er am besten beschissen hat als alle anderen. Man weiß ja nicht, wie die Menschen ticken. Aber ein echter Mensch mit Gewissen ist nicht stolz auf eine Leistung, wo er so dermaßen geschummelt hat. Ja? Ist man einfach nicht. Und das kann man eben übertragen. Und deswegen ist es so wichtig, ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ja? Und unsere Hausaufgaben zu machen bedeutet ja, dass wir ein schönes, glückliches Leben führen können, um in die hohe Schwingung zu kommen, um beispielhaft zu sein, um die Menschen in die wahre Veränderung zu bringen und zu ziehen, nämlich in ein spirituelles Wissen, in eine spirituelle Wahrheit und nicht in eine politische Wahrheit. Ja? Oder eine über irgendwelche Gesundheitsinformationen. Ja. Ist alles interessant, aber das ist nicht der Kernpunkt, um den es hier jetzt gerade geht. Und man kann sich damit beschäftigen, das ist
schöner Zeitvertreib, wenn es die eigene Schwingung nicht senkt. Darauf sollte man achten. Ja, aber ich bin total zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Ich habe ein großes inneres Wissen und einen großen Glauben an die Menschheit, dass es eben ganz viele kapieren werden. Ja. Es werden ganz viele erwachen und dann eben zu den richtigen Themen erwachen, nicht zu politischen Wahrheiten. Das mag ein Einstieg sein, aber es wird ganz schnell dann eben um die Spiritualität gehen und um die Hilfe und ums Manifestieren. Ja, ich meine, jetzt mal Butter bei den Fisch. Abgesehen davon sollte man mit Butter nichts machen und mit Fischen auch nichts. Als Veganer sage ich das jetzt mal. Aber würdet ihr jetzt zum Beispiel einen Goldbarren in eure Hand manifestieren können, ja, und ihr könntet das anderen zeigen, dann wären die, glaube ich, interessiert dran, wie ihr das macht. Die wollten das auch lernen. Ihr hättet, glaube ich, wenn ihr da Kurse geben würdet, hättet ihr nicht nur drei Leute vor euch sitzen, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und genau das ist es aber, ja, ist im übertragenen Sinne natürlich, weil es geht immer noch um den freien Willen der Menschen, ja. Wenn wir das so könnten, wir können das, wir machen es nur nicht, warum auch immer, ist nicht freigeschaltet bei vielen von uns, dass man wirklich, ja, Dinge aus der, dass man wirklich Dinge aus der Luft erschafft, aber im übertragenen Sinne machen wir genau das jetzt. Und dadurch, dass die Manifestationsgeschwindigkeit sich erhöht, können wir schneller Beweise schaffen für andere Menschen, dass das funktioniert. Und es gibt sie schon, wir bestätigen es uns gegenseitig noch. Ja. So hat eine Freundin von mir zum Beispiel manifestiert, dass sie in ihrem eigenen Garten keine Zecken mehr anfallen. Hat keine Zecken mehr, ja. Hat sie einfach bestimmt. Finde ich das total lustig, dass es funktioniert hat. Ja. Aber es sind halt Wahrheiten, die müssen andere Menschen auch erreichen. Also ich fordere jetzt hiermit meine Freundin nicht auf, zum Nachbarn zu rennen und zu sagen, wie das geht. Aber das sind die Dinge, die dann interessieren und die den Einstieg ermöglichen zu wirklicher Wahrheit. Zu der Wahrheit, dass wir Schöpfergötter sind, dass es eine geistige Welt gibt, die uns hilft, Dinge hier zu bewegen und zu manifestieren und wunderbare Sachen, die wir wirklich haben wollen, ja? Wo wir sagen, ja, das wollte ich eigentlich schon immer haben und so wollte ich eigentlich schon immer, dass das Leben ist und es geht jetzt, ja? Also auf, ab dafür, genau, ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei euren Manifestationen, natürlich auch in dieser Löwenportal-Energie. Und ja, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, servus. Wow. Yippie!